Der Rundgang ist für uns einmal im Jahr praktisch die Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu zeigen, was in den letzten beiden Semestern passiert ist. Dass die Studierenden sich reflektieren, was sie gemacht haben, anschauen und dann auch natürlich aussortieren, was sie vielleicht präsentieren möchten und diskutieren möchten. Der Rundgang ist einfach jedes Jahr anders und jedes Jahr spannend. Es ist total schön, Einblicke zu bekommen in die Arbeiten der anderen Studierenden, in die Klassen, wie die einzelnen Klassen damit auch umgehen. Wir sehen hier 500 Zeichnungen, die in Photoshop gezeichnet sind, mit dem Grafiktablett und dem Stift dazu, also digital, und dann ausgedruckt. Und es ist jeweils eine Linie, von der es ausgeht, die wieder ihren Schwanz quasi frisst am Ende. Und es gibt keine Überschneidung, es ist so ein Weg, der wieder von vorne losgeht. Ja, also das ist ein Video, was ich zeige von einer Performance, die ich in Japan gemacht habe. Und da habe ich verschiedene, ich nenne sie Mikrogesten, beobachtet. Diese Geste ist zum Beispiel bei der Teezeremonie, da hält man die Teeschale auf jeden Fall mit beiden Händen und auch die rechte Hand hält immer die Seite und die linke unten. Große Komplexität an Arbeiten, die hier reinkommen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie alle aus der gleichen Akademie kommen. Aber als Kuratorenteam haben wir dann trotzdem darauf geachtet, ob es so thematische Schwerpunkte gibt, ob es Interessensfelder gibt, ob es Komplexe gibt, die sich irgendwie inhaltlich oder formal überschneiden, und haben versucht, das räumlich zu verdichten. Ich denke, die Besonderheit und auch die Stärke an der Kunstakademie Münster bei dem kuratorischen Team ist eben die, dass studentische Kräfte in dem kuratorischen Team mitwirken, was natürlich die Ausstellungen stark beeinflusst. Das begreife ich persönlich als Chance für mich. Die Herausforderungen sind vielfältig, die reichen von Brandschutz über den Platzmangel, über finanzielle Einschränkungen bis hin eben dazu, dass wir natürlich jeder Position gerecht werden wollen und die Arbeiten in sich verstehen möchten.